bilden. Nachdem ich sie jetzt schon mit diesem Behindertenartikel vollkommen in die falsche Richtung gelenkt habe. Aber seien Sie sich versichert, dass ich nichts unversucht lassen werde, um die zweifelhaften Methoden und Beweggründe einer Person an die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht schon bald als Sherlock Holmes, der gefallene Detektiv, in aller Munde sein wird. Fortsetzung folgt. O. Farley. Das O steht übrigens für Opfer. Abstammung von Prinz Woodwill anerkannt. Aha. Geht es hier noch weiter? Aha. Hat das jetzt auch noch was damit zu tun? Abstammung von Prinz Woodwill anerkannt. Gestern traf ein Ausschuss zusammen, um den Legitimationsanspruch von Prinz Woodwill zu bestätigen und veröffentlichte am Abend das Ergebnis. Der Titel des Prinzen wurde wie erwartet anerkannt. Gerüchten zufolge hätte der Prinz andernfalls jeglichen Anspruch auf die Thronfolge des Königshauses fallen lassen und sich vollständig aus der aktiven Politik zurückgezogen. Aha, Gerüchten zufolge. Naja, hat er vielleicht dann doch nicht. Prinz Woodwill ist 28 Jahre alt, studierte Geschichte und Jura an der Universität von Oxford. Studieren irgendwie alle an der Universität von Oxford. Ja. Und erwarb ein Diplom in Philosophie. Den Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Frankreich, wo er sich ein umfassendes kulinarisches Wissen aneignete. Wer glaubte, dass dies in der britischen High Society ein Hindernis darstellen könnte, dem sei gesagt, dass er auch auf dem Polofeld eine ausgesprochen gute Figur macht und zudem dem Dudelsackspiel frönt. Oh mein Gott. Mir wird gleich schlecht, ich muss kotzen. Seit kurzem leistet er Wohltätigkeitsarbeit und setzt sich für die Interessen der sozial Schwachen ein. Achso, das hat jetzt ein anderer hier geschrieben, oder wie? Okay. Ach so, das Symbol ist das immer, wenn ich hier irgendwas lese. Ja, okay. Prinz Woodwill, ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet, könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes. Wie kann Farley es wagen, Sie so zu verunglimpfen und damit Ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Wow. Ah, Mr. Holmes. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Warum bist du hier? Willst du mich verhaften oder was? Ich habe es gelesen, ja. Inspektor. Ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Muss ich jetzt... Aber ich habe doch schon gesagt, dass ich hier... Hallo? Inspektor, ich nehme an, dass Sie... Ja. So. Kann das nicht warten? Lord Per... Wieso muss ich denn jetzt Verleumdungen machen? Ich habe doch schon gesagt, dass ich das gelesen habe. Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Journalist an diese Information gelangt ist, aber es ist wahr. Dennoch, ich würde natürlich niemals die Integrität von Mr. Holmes in Frage stellen. Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich. Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig.
Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudsons Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes. Und was ist mit der Marquise, Sir? Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Die Marquis? War das nicht eben ein R? Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. So, gib mal her das gute Stück. Was meinen Sie, Holmes? Hallo, soll's mir die jetzt nicht geben? Was meinen Sie, Holmes? Nee, du sollst mit dem hier reden, hallo? Ach so, ich muss hier mit den Pfeiltasten machen, oder wie? Abbrechen wählen? Ach so, ach, der hat die da schon hingelegt, oh, lol. Ja, hier, komm, beweg dich, da. Finden Sie heraus, ob die Halskette eine Fälschung ist. Diese Perle hat eine andere Farbe. Diese Perle ist zu klein. Sie gehört nicht an diese Stelle. Was haben wir denn hier noch? Diese drei Perlen sind von schlechterer Qualität. Zu viele Unstimmigkeiten. Diese Halskette ist eine Fälschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass es sich nur um eine billige Kopie handelt. Der Fälscher muss gewollt haben, dass sie als solche erkannt wird. Wie konnten wir uns nur von einer derart offensichtlichen Fälschung täuschen lassen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie ist das möglich? Holmes, haben Sie eine Theorie? Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben darauf bestanden, dass ich die Halskette untersuche und das habe ich getan. Nun ist es wichtig, dass ich meine Verabredung wahrnehmen kann. Ich bin mir sicher, Sie werden etwas Klarheit in die Sache bringen, Inspektor. Holmes. Sie können mich begleiten, wenn Sie möchten, Watson. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ich halte Sie bezüglich meiner Ermittlungen auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen, Inspektor. Sie haben einen Bischof erwähnt. Statten wir ihm zu Hause einen Besuch ab? Ja. Ich habe den Wohnort des Bischofs von Knightsbridge auf unserer Karte von London eingezeichnet. Sie liegt auf meinem Tisch. Würden Sie sie bitte holen? In Ordnung, Holmes. Sie steuern Dr. Watson. Aber geil. Karte auf meinem Tisch. Moment, hier, da. Der Arbeitstisch, auf dem Holmes seine Analysen durchführt. Eine von Holmes selbst gebaute Analysevorrichtung. Wo ist die Karte? Da. Ich habe die Karte gefunden. Wow. Aha, hier müssen wir hin. Sehr schön. Und wo sind wir? Ach so, schnell reisen. Aber geil. Boah, ist hier wieder so warm in meinem Zimmer, ey. Alter. Die Polizei? Wie kann das sein? Woher wissen Sie? Können wir den Bischof von Knightsbridge sehen? Ja, ja, natürlich. Aber kommen Sie doch rein. Was ist vorgefallen, Reverend? Was ist los? Ich weiß es nicht. Es muss gestern Abend passiert sein. Ich bin gerade erst gekommen und habe dann gleich diese makabre Entdeckung gemacht. Mein Gott, wie furchtbar. Ich habe noch niemanden informiert. Woher wussten Sie, dass... Holmes, sehen Sie! Der Bischof. Auf schreckliche Weise verstümmelt. Wie entsetzlich. Verstümmelt und getötet. Er war ein guter Mensch. Wie konnte ihm nur jemand so etwas antun? Sehen Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Welches Kind Gottes kann zu solch einer Tat fähig sein? Ganz offensichtlich jemand, der Gottes Führung nicht würdig ist, Reverend. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wir brauchen Ihre Hilfe. Welches Motiv könnte es für diese Tat gegeben haben? Ich hatte noch keine Zeit, mich genau umzusehen, aber auf den ersten Blick scheint nichts gestohlen worden zu sein. Außerdem hat seine Exzellenz ohnehin keine Wertgegenstände besessen. Tja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich Ihnen noch sagen könnte. Notieren Sie das bitte, Doktor. Doktor? Sie sind gar nicht von der Polizei? Nein, Reverend. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir sind auf Gesuch des Bischofs hier. Wenn das so ist, muss ich Sie leider bitten, nichts anzurühren und zu gehen. Ich muss mich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung setzen. Wenn die Beamten von Scotland Yard nicht weiter wissen, was nicht selten der Fall ist, das versichere ich Ihnen, ziehen Sie für gewöhnlich meine Hilfe zu Rate. Wenn Sie uns weiter forschen lassen, werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen bekommen. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne Sie ja nicht einmal. Ich werde die Polizei rufen, ob Sie wollen oder nicht. Es wäre für alle besser, wenn Sie nicht die Beherrschung verlieren, Reverend. Watson, machen Sie sich Notizen? Die ganze Sache verspricht komplex zu werden. Wir dürfen nicht das kleinste Detail übersehen. Ja, Holmes, ich schreibe alles akribisch mit. Außerdem habe ich mir ein Deduktionssystem ausgedacht, das uns das Ziehen von Schlussfolgerungen erleichtert. Eins ist schon mal sicher. Das Verbrechen wurde nicht aus Habgier begangen. Der Reverend hat gesagt, dass ganz offensichtlich nichts Wertvolles entwendet wurde. Und in der Tat scheint der Bischof nichts besessen zu haben, was Raub als Motiv zulässt. Sehr gut, Watson. Fahren Sie fort. Ermittlungen. Mord am Bischof von Knightsbridge. Reichtum. Der Bischof besaß keine Wertgegenstände, nicht einmal in seinem Tresor. Sie steuern Sherlock Holmes. Mann, der gute Holmes ist aber ein bisschen aggro, ey. Lass den doch die Polizei rufen, bis sie hier ist, hat er das Ganze doch sowieso schon durchsucht. So, ich guck mich erstmal. Okay, da liegt noch was. Alter, wie sieht der denn aus, ey? Gucken wir uns erstmal die Leiche genauer an. Nein, ich möchte gerne... Moment. Mit den Pfeiltasten steuere ich nur... und hier steuere ich jetzt das hier. Gucken wir uns erstmal die Leiche an. Sechster Sinn. Inventar. Schließen. Was habe ich denn dabei? Taschenmesser und Streichhölzer. Habe ich die Lupe nicht mehr? Okay. Seine Füße wurden verbrannt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte Schuhgröße 9. Aber welche Rolle spielt das schon, Holmes? Seine Füße wurden verbrannt. Okay. Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern. Aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Was ist das? Moment, ist hier noch was? Diese Verbrennungen sehen schlimm aus. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Ein Finger. Aber ganz offensichtlich nicht von den Händen des Bischofs von Knightsbridge. Wie entsetzlich. Alter, bin ich hier in The Forest oder was? Habe ich gerade hier einen Körperteil aufgenommen? So, geht. Ja, abgetrennter Finger. Das ist wirklich wunderbar. So, ich möchte gerne eine Etage zurück quasi. Okay. Kann ich hier... Nein. Ich möchte nicht wieder da unten hin. Alter, wie eklig ist das denn bitte, ey? Sein Bauch ist mit Kratzern übersät. Ganz offensichtlich sind sie aber nicht frisch. Diese Verletzungen haben also nichts mit dem Mord zu tun. Wurde er vielleicht gefoltert? Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Mein Gott, Holmes, dieser Mann wurde auf schreckliche Weise gefoltert.